Hallöchen zusammen. Heute zeige ich euch mal, da ich auch einen neuen Spielstand anfange, wie man sich ganz einfach das mehr Geld zuschreiben kann. Geht eigentlich ganz einfach. Nächstes Mal müsst ihr das Spiel starten. Logischerweise sucht euch dann hier irgendwo in den ganzen Plätze hier irgendwo einen freien Spielstand raus. Ich nehme jetzt hier einfach mal den dritten. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. So, dann fange ich, was ihr halt hier haben wollt, je nachdem, was ihr wollt hier. Ich fange hier mit neuen Farmer an. Dann wähle ich mir hier die Karte aus, ne, welche ihr halt wollt. Ne. Das geht mit jeder Karte, das ist also egal, Karten unabhängig davon. Wähle ich eine Karte aus, drückt auf Weiter. Ja gut, okay, das könnt ihr dann machen oder auch nicht. Dann wartet ihr kurz, bis das ganze Ding geladen ist. Wir müssen nämlich einmal ins Spiel rein. Und dann müssen wir nämlich den Spielstand kurz speichern. Wir warten mal kurz, gehen mal kurz rein. So. Okay, das bestätigt man einfach mal. Nein, das möchte ich nicht. Okay. So. Ich habe jetzt meinen Spielstand hier. Ne? Die Karte hier, je nachdem, was ihr halt für Karte habt. Dann gehe ich wieder raus mit Escape und gehe runter auf zum Beispiel dieses Logo und mache hier Spiel speichern. So. Ein bisschen nochmal, kann ich schaden. Dann geht ihr hier wieder raus, beziehungsweise geht hier wieder raus. Wenn ihr jetzt hier wieder raus seid, dann merkt euch bitte auch den Spielstand, den ihr praktisch ausgewählt habt. Bei mir war es der Spielstand 3. Jetzt braucht man nämlich das Safe Game 3. Das nämlich braucht man nämlich nachher. Ne? Also Spiel verlassen und wir sehen uns gleich wieder. So, wir kommen zurück. So, jetzt sind wir wieder auf dem PC hier, in der Dateiansicht, und zwar geht jetzt auf dieser PC, da geht auf Dokumente, My Games, Farmers Simulator 22, aufpassen, dass er da nicht die 19er nimmt, und jetzt müsst ihr natürlich wissen, was für ein Safe Game ihr habt, ne? Und bei mir war es ein Safe Game 3, das ist in dieser Auswahl, da habe ich ja das dritte genommen, da nehme ich das dritte, mache ich auf, dann habe ich hier ganz viele Dateien drin, ne? Von allen möglichen Sachen. So, jetzt geht er. Das Wichtigste für uns ist eigentlich hier die Farms XML. Die macht ihr jetzt wieder mit Notepad++ auf. Das ist ein extra Programm, das könnt ihr euch runterladen. Oder hier öffnen mit Editor, geht genauso gut. Ja? Also ihr braucht nicht zwingend nicht deshalb runterladen, das Programm, das gibt es überall zum Runterladen. Nee, ihr müsst bloß einfach hier Editor öffnen. So, so jetzt. Jetzt sieht das Ding so aus. Jetzt gibt es hier ganz viele Eintragungen, ne? Je nachdem wie weit ihr schon seid, was ihr für Mods etc. pp. Alles drin habt. Jetzt ist es schwierig da was rauszufinden, aber im Normalfall müsste das hier bei euch hier oben stehen, hier müsste Monies stehen. Das Money ist das Wichtige, hier ist eure Farmname, könnt ihr dann nochmal gucken, ob das wirklich das ist. Dann bei Money, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, das macht ihr jetzt raus, das wären jetzt praktisch 100.000 Euro hier. Ne? Das macht jetzt einfach raus, komplett, lasst aber die zwei Anführungszeichen drin und dann können wir sagen, okay, wir machen jetzt hier zum Beispiel, ich werde mir jetzt hier vielleicht, was weiß ich, mal 500.000 gut schreiben oder machen wir, kommt, wir machen mal 400.000 gut schreiben, so eintragen, aber aufpassen, wie gesagt, auf die Anführungszeichen, das sieht nachher wahrscheinlich bei euch dann so aus. Also wie gesagt, hier aufpassen, dann hier wieder auf Speichern gehen. So, das so zumachen. Was ich euch jetzt nicht gesagt habe, das Spiel muss beendet sein, beziehungsweise ihr müsst nicht im Spielstand drin sein. Das Spiel muss beendet sein. Am besten macht es, fährt einfach das Spiel, macht das Spiel aus. Das ist das Sicherste, dass es auf jeden Fall funktioniert, bevor ihr speichert. So. Dann könnt ihr das Ding auch wieder zumachen und dann sehen wir uns gleich wieder im Spiel. So, jetzt sind wir wieder im Spiel drin. Ihr seht, hier ist der Spielstand 3, den ich ja geändert habe. Dahinter ist nichts mehr. Ja. Klickt wieder da drauf, dass es markiert ist. Da steht immer noch die falsche Anzahl drin, wenn er die Datei noch nicht geladen hat. Dann geht er hier auf Weiter. Wenn es markiert ist, auf Weiter. Macht das okay, das könnt ihr ja machen hier. So. Startet wieder die Karte.
dauert bei jedem, je nachdem, ein bisschen oder geht relativ schnell. Wobei ich finde, bei Weihnachtsgrüß relativ schnell das Ganze. So, jetzt seht ihr oben in der Ecke 400.000 stehen. Na, also rechts oben. Somit hat er das jetzt übernommen. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt wieder speichert praktisch, dann ist auf jeden Fall safe mal drin. Na. Wieder hier auf das Zahnrädchen ein bisschen gehen oder ihr könnt auch auf den Traktor gehen, könnt ihr genauso speichern, das ist genau das gleiche. Ne? So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ja, jetzt könnt ihr dann auch wieder, wie ihr das wollt, halt anpassen, aber wie gesagt, Spiel muss halt beendet sein, beziehungsweise dürft nicht in dem Spielstand drin sein. Also im Hauptmenü reicht auch aus, aber ja. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.